Muss man als Paar immer gemeinsam in die Ferien? Wie siehst du das? Ja. Nein, muss man nicht. Muss man nicht, gell? Nein, muss man nicht. Natürlich ist das gut, wenn man nicht immer gemeinsam Urlaub hat. Das ist gut. Das bedingt, dass man genügend Urlaub hat, dass man dann neben dem gemeinsamen Urlaub mit Kindern oder einfach zu zweit halt auch noch ein bisschen das machen kann, was man will. Und was wäre das, was du jetzt machen wollen Ich würde würdest? wandern, ich würde in die Berge gehen, ich würde Das mache ich irgendwie, aber auch gerne, ja, weißt ich du. weiß, Das ich würde, sind. was ich gerne machen würde, ich würde gerne durch die USA reisen und du nicht. Du nicht. Also das heißt, und das sage ich ja schon seit Jahren, ich baue das langsam auf, dass ich vielleicht mal 4 Wochen halt, Du willst 4 Wochen allein nach ja, Amerika. eigentlich vielleicht 8 Wochen, so wenn ich, weil das ist ja weit weg und es ist ein großes Land und das ist halt ein bisschen doof, dass dich das nicht interessiert. Also, das bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Du willst 8 Wochen Ja, alleine das nach habe ich jetzt zum Amerika? ersten Mal gesagt, Ja, das eben. ist, weil die Frage jetzt halt, da habe ich gedacht, Okay. ich nutze jetzt das, um Ja, gut, es das ist gerade hätte ich jetzt krass. nicht gerade Okay. öffentlich machen sollen, aber was soll's, früher oder später und das muss auch nicht nächstes Jahr sein Nee, da bin oder ich doch beruhigt, übernächstes genau. Jahr. Aber vielleicht würdest du ja dann sagen, ja, ich will das auch. Ja, Amerika interessiert mich jetzt wirklich nicht so wahnsinnig brennend. Also, aber 8 Wochen allein, das müssen wir diskutieren. Kann ich Klar jetzt müssen echt wir nicht das, ich sagen. weiß ja Also, nicht, ob ich das will, um Gott, acht also das Wochen liegt einfach. dann alleine. Vielleicht kommst du ja 2 Wochen rüber und Ach gehst so, dann so schnell wieder. mal und dann hast du wieder deine Ruhe. Ja. Nee, es geht nicht um die Ruhe, es geht nur darum, ich möchte das mir anschauen. Das fasziniert mich, ich möchte da Zeit verbringen. Und wenn ich dann natürlich immer jemanden dabei habe, der mir sagt, ja, so eigentlich will ich gar nicht dabei sein und das mache ich nur wegen dir und dann sind wir dauernd am irgendwelche Kompromisse schmieden und eigentlich wollte ich ja die USA angucken und nicht mit dir Kompromisse schmieden, diese 8 Wochen. Okay, also das ist dann Ja. doch viel Zeit, die du alleine haben willst. Da kommt für mich jetzt so eine Nachricht durch irgendwie, dass du vielleicht ein bisschen mehr Abstand möchtest. Nein, gar Nein, nicht. weil das ist ja schwierig. Wie sage ich dem anderen, ich würde gern mal alleine wegfahren, ohne dass es nicht so klingt wie, ich habe eigentlich die Nase ein bisschen voll. Ich habe die Nase überhaupt nicht voll. Du siehst das falsch. Es ist ja nicht ein Entscheid gegen dich, sondern es ist ein Entscheid für mich. Und du sagst selber, wenn man zurückkommt, die Freude, den geliebten Menschen wieder zu sehen und den hat man ja vermisst. Und Also die Sehnsucht wäre sehr, sehr ja, das wäre, groß. vielleicht machen wir doch nur 6 Wochen so. Ja, wir fangen mal kleiner an. Ich meine, du warst ja vor kurzem auch 3 Tage weg, oder? Ja. Genau, Und und als ich zurückgekommen bin, warst du total glücklich. ja, ich hatte echt 3 schöne Tage. Es war wirklich schön, mal allein zu sein. Es ist völlig was anderes, wenn du nicht da bist. Also auch, weißt du, so allein die Ferien fahren, wenn du mal zum Beispiel unter der Woche wegfährst und ich allein den Alltag zu Hause habe mit den Kindern, das hat eine ganz andere Dynamik. Eben dieser ganze Stressfaktor, der Ja, fällt das weg. geht mir Also, genau gleich. ja. Also wenn Und du weg bist, so mal im Alltag und ich alleine das machen muss, Ja. da habe ich niemanden, der mich beobachtet oder guckt oder bewertet, ob ich es auch richtig mache und so. Und das ist wahrscheinlich vielleicht eventuell das Gleiche, wenn ich weg bin. Ja. Aber das hat ja nichts mit den Ferien zu Nee, tun. aber eben 8 Wochen eben, das ist jetzt extrem. Aber ich glaube, es tut einfach auch schon mal gut, wenn man sagt, ich fahre jetzt mal für ein verlängertes Wochenende weg, allein. Das sollte man sich Sollte man machen. möglich machen als Paar, auch im Budget sagen, komm, das Geld, das haben wir irgendwo noch auf der Seite, das geht immer. Und dann machen wir das so. Genau, ich gucke da nachher gerade mal, was so im Angebot ist. Wir müssen ja mal die Agenda ein bisschen. Ich. Wir müssen es vielleicht in der Agenda eintragen. Das wäre gar nicht schlecht. Dass man wieso sagt, das ist dein Wochenende oder deine 4 Tage und meine. Wäre das was? Ja, also. Ja, ich will halt konkret werden Ja, jetzt. das ist Ja. gut, das ist gut. Ich kann ja dann auch eintragen, so sagen wir in 2 Jahren oder 3 Jahren kann ich ja mal dann so ein bisschen Zeit frei halten. Nur in Absprache. Aber Ja, wir sprechen das du hast es ab. schon entschieden, aber wir sprechen Ja, es nochmal. Okay, cool. genau. Puh. 8 Wochen Amerika. Naja, bitte. Danke.